So, hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben YouTube-Fans oder Freunde. Ich mache heute ein Real-Life-Video und ich zeige euch heute, wie man erkennt, dass die Sauen im Acker waren. Zuerst muss man sich eine Spur, muss man eine Spur finden, wo die Sauen rauskommen. Und da habe ich jetzt die Spuren, da habe ich eine Spur gefunden. Die kommen hier aus der Gerste raus, die Schweine. Die kommen da drüben aus dem Wald raus, die Schweine. Und wechseln dann hier von der Gerste rüber in den Weizen. Und dann muss man einfach nur so eine Spur finden. Und die Spur gehen wir jetzt mal entlang hier. Da sieht man auch, wo sie entlang gewandert sind im Acker, die Wildschweine. So. Und wenn man dann gibt es dann spezielle Stellen, da, so wie hier. Hier trampeln die Wildschweine alles platt und dann fressen sie die Körner aus dem Weizen heraus. Und meistens muss man dann auch gucken auf dem Boden, das liegen dann auch, da liegt dann meistens auch die Wildschweinlosung, also die Kacke von den Wildschweinen. Oder man findet hier so Spelzlich auf dem Boden hier, erkennt man. Das sind dann die ausgespuckten Spelzlich von den Wildschweinen, wo sie nicht essen. Doch meistens wird man dann vom Wind irritiert, aber das kann man auch ganz einfach eigentlich entdecken, weil hier ist noch alles schön vom Wildschwein zertrampelt. Ja, zertrampelt und zusammengefressen. Und da hat man auch eine schöne Stelle vom Wind, weil hier beim Wind liegt der Weizen einfach nur noch auf dem Boden und ist nicht so wie bei den Wildschweinen so zusammengetrampelt. Und deswegen erkennt man das ganz gut, ob es Wildschweine waren oder nicht. Ach, da habe ich jetzt eine Wildschweinlosung gefunden hier. Wo ist es auf der Kamera? Da ist die Wildschweinlosung. Es war in etwa so ein wahrscheinlich ein Überläufer, also ein Schweinchen vom letzten Jahr. Und dann kann man noch, wenn man genau hinguckt und der Boden nicht allzu trocken ist, sieht man dann noch die Fährten von den Wildschweinen im Acker. Ja, und das war's dann wieder. Und ich hoffe, ihr seid jetzt etwas schlauer geworden. Bis demnächst dann, euer Moritz. Ciao.